Hallo Leute und herzlich willkommen zurück hier zur wohl letzten Folge von Resident Evil 7. Wir sind hier am Ende von Zoe angekommen, aber ich habe eine Sache vergessen, ich habe nicht vorgelesen. Einen Moment, Zusatzinhalte. So, einige Wochen nach den Ereignissen von Kein Held aus letzter Folge. Hier sind es einige Wochen gewesen, bei euch ist es nur ein Tag gewesen im Bestfall, ist eine neue Gefahr aufgetaucht. Joe Baker, Jacks Bruder, muss sich dieser Gefahr mit bloßen Fäusten stellen und dem Leiden seiner Familie ein für allemal ein Ende setzen. Das letzte Mal, dass wir mit den Bakers in Berührung kommen und wir spielen wie immer auf normal. Und dieses DLC ist sehr cool. Habe ich sehr gemocht, als ich das erste Mal gespielt habe. Ich musste eins verwenden. Jetzt ist nur eins übrig. Ist okay. Ich war dumm zu denken, ich könnte fliehen. Es gibt sicher jemanden, der helfen kann. Hier ist mein Zuhause. Offenbar gehöre ich hierhin. Ich werde Hilfe schicken. Brauchst du nicht. Es wird niemand zum Helfen mehr hier sein. Also auch dieses DLC geht davon aus, dass wir Mia gewählt haben. Nicht nur Resident Evil 8. Und Evie hat Zoe anscheinend gerade kalzifizieren lassen, weil sie nie komplett Einfluss auf sie hatte. Wir haben hier ein Opfer. Hey, ich glaube, sie war für die Jungs im Schilde. Ja, das ist sie. Zoe Baker. Sie atmet noch. Erstatte Bericht. Sagtest du Zoe? Sir, wohnen Sie hier? Was ist denn los mit ihr? Wir wollen helfen, also alles. Was in Gottes Namen habt ihr gemacht? Sir, halt, wow. Stopp! Meine Güte, Zoe, was zur Hölle haben die getan? Hören Sie zu. Wir wollen helfen. Nein, ich glaub dir nicht, Mann. Sag mir, was für Hilfe kommt in einem Kampfhubschrauber? Sie wissen nicht, wovon Sie reden. Sie verstehen nicht. Du denkst, ich weiß nicht, wer ihr Leute seid? Mit all den Monstern, die hier rumlaufen. Sag mir, wo kommen die her? So ist das nicht. Sie kapieren's nicht! Oh, ich kapier's nicht! Siehst du das Mädchen da? Schau! Die Kleine meines Bruders. Meine Nichte, verstehst du? Und bei uns hier steht Familie an erster Stelle. Und du wirst meine Familie nicht töten. Das ist etwas, was ich nicht zulassen kann. Gott verdammt. Sie ist infiziert. Sie stirbt. Und wir werden beide sterben. Wenn wir nicht sofort hier abhauen, verdammt. Sie ist noch nicht tot, Junge. Also tust du besser was dagegen. Bevor ich dich an deine Freunde da verfüttere. Okay. Es gibt ein Heilmittel. Du lügst mich an. Ich lüge nicht. Wir waren auf dem Weg, sie zu behandeln. Und sie haben das total versaut. Die warten jetzt bestimmt noch auf uns. Ja. Oh. Tja, wo nur wo. Sie haben es zu einer Hütte
nicht weit von hier gebracht. Es ist dort. Ich schwör's. Also, generell kennen wir die Viecher ja, ne? Aber dieser abgetrennte Kopf hier, der erinnert mich irgendwie an die Mumie. Oder? Nein. Nein, okay, dann nicht. Das, was ich heute gesehen habe, war kein Alligator. Ich war draußen die Schnüre überprüfen, als ich gesehen habe, dass einer angebissen hat, also habe ich ihn hochgezogen. Stattdessen war es irgendein schlammüberzogenes, Gott weiß was, mit riesigen Zähnen und Klauen. Wollte mich schnappen, aber ich habe dem Arsch eins auf die Fresse gegeben, bevor er das konnte. Hätte nie gedacht, dass ich sowas mit eigenen Augen sehen würde. Muss die verdammte Regierung sein, die geheime Experimente an Menschen und Tieren durchführt, kein Zweifel. Das erklärt auch diese Hubschrauber, die hier in letzter Zeit rumfliegen. So, Kollege, dahinter darf ich nicht, ne? Das wird schon wieder, Zoe. Du bist Familie. Und wenn ihr euch das hier so anguckt, ja? Die gute Zoe, die hier so langsam kristallisiert. Ja? Obwohl mir es schon bestätigt wurde, dass es nichts damit zu tun hat, habe ich immer noch das Gefühl, dass die Kristalle in Resident Evil 8, wenn ihr wisst, was ich meine, etwas hiermit zu tun haben. Das kann kein Zufall sein. Und wenn doch, wäre es ein zu großer, meiner Meinung nach. Na gut, wir sind der gute, ich habe seinen Namen vergessen, Josh, ne? Ich glaube ja. Jedenfalls haben wir hier flüssige Chemikalie. Und wir können einmal wieder speichern. Ich habe mich extra vorher ein bisschen informiert und das heißt, ich weiß, dass dieses DLC ungefähr genauso lang ist wie das davorige. Und das heißt, ich lasse das jetzt einfach in einem laufen. So, Joe Baker, was haben wir denn hier? So bringt man Dinger um. Erstens, deren Körper sind zäh, aber die Köpfe sind weich, schlag sie. Zweitens, lande so viele Schläge wie möglich. Links, rechts, rechts, mit einigen schnellen Rechten geht gut. Rechts, links, rechts und dann eine starke Linke sorgt für K.O. Ihre Köpfe lassen sich leicht zerstampfen, wenn sie umfallen. Geh in die Hocke und schleich dich von hinten an sie dran, wenn sie nicht herschauen, um sie leicht zu erledigen. Okay, unsere Notizen können dann schon mal da rein. Wir haben unsere Fäuste. Links, rechts, rechts. Wir waren okay. Mal Boxer. Nee, ich glaube, wir sind einfach... Wallschraub. Guerillakrieger, Vietnam oder sowas gewesen. Links, rechts, rechts. Ah ja. Links, rechts. Warte, rechts, links, rechts, links. Ah ja, mit starkem Schlag. Der lebt noch. Okay. Was haben wir hier? Eine Made. Okay, kombinieren. Ach, Getier und flüssige Chemikalie. Da haben wir uns gerade einen Heiltrank hergestellt. Ist das nicht lecker? Halt die Fresse da drüben. 100 Füßer. Margaret hat die alle extra für uns da gelassen. Ja, okay, damit wir was zu essen haben. Modernder Schimmelfresser. Euch Ärsche mache ich mit bloßen Händen fertig. Flapp. Weg damit. Ich frage mich, wie er noch so röcheln kann ohne Kopf. Aber gut, ist nicht mein Problem. Das bin ich, wenn ich Halsschmerzen habe. Könnte sein. Hey, du Pissblag! Ja, lass das mal. Platsch! So, der kommt weg. Oh, so, der kommt auch weg. Und da haben wir die beiden erledigt. Aber das Spiel ruckelt ein bisschen, oder? Ja, kam mir auch so vor. Ich hoffe, das wird noch besser. So, einschlagen können wir das Ganze. Hä? Vom Rad hat das denn so?
Ja, mal wieder mit gelb markiert. Kennt man in Resident Evil. Mit gelb markiert heißt kaputt machen oder benutzen. So. Boxerpuppe. Sammeln Sie Puppen, um Ihre Angriffsstärke zu steigern. Stimmt, ich erinnere mich. Was haben wir hier? 100 Füßer. Nom 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 nom. Moin. Oh, hi. Heilmittel für Typ E. Okay. Lecker. Oh mein Gott. Weg damit. Oh, Fuß ab. Aber tot ist tot, ne? Ja, tot ist tot. Na, 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 na. Ne, wisst ihr was? Ich muss euch nicht alle besiegen. Da habe ich gar keine Ambition zu. Du meinst, tot ist tot? Oh. Tschüss, Bäumchen. Nein. Nein, nein, nein. Wer hat das denn angezündet? Wie kommen die denn jetzt so schnell hierher? So lange waren wir doch gar nicht weg. Was zur Hölle? Zoe, dir geht's gut? Hier, Mädel. Ja, ich auch. Flupp. Aber das Ding scheint nicht voll gewesen zu sein. Gott verdammt, warum wirkt es nicht? Sie war nicht voll, oder? Das wird nicht reichen. Sie braucht eine volle Dosis zur Heilung. Halt du die Fresse! In der Basis ist mehr. Machen Sie mich los, dann führe ich Sie hin. Bitte! Welche Basis? Tschüss! Tja, lang nicht gesehen. Ich muss Zoe rausbringen. Komm her, Zoe. Komm mit, Mädel. Das wird schon wieder. Kumpel, schnell weg. Nicht lustig. Wenn der Typ da übrigens so im Wasser ist, wäre das nicht meine erste Idee. Ja. Gott, was ist das für ein Horrorfilm? Scheiß hier. Gute Frage. Sehr gute Frage. Eieiei. So. Aber ich muss sagen, Zoe finde ich super cool. Okay. Ja. Ist alles einmal gut, Cosplay. Sorry. So. Ja, Gott sei Dank. Kollege, du schuldest mir ein Haus. Der zieht jetzt wieder bei seiner Familie. Verdammter Mist. Ein bisschen ramponiert, aber besser als das. Ja, das stimmt. Eindeutig besser als das. Na gut, Freunde. Das war der erste Abschnitt, würde ich sagen. Der Soldat meinte, die Medizin ist in irgendeiner Basis. Dann machen wir uns mal auf den Weg dahin. Und woher zum Teufel ist jetzt diese Wand gekommen? Architekt. Ted Mosby? Ja. Da hat jemand das Licht angelassen. Stromkosten. Mehr brauche ich gar nicht. Als Stromkosten? Okay. So, Zoe, bleib du hier liegen. Ich kümmere mich drum. Du brauchst nichts weiter zu tun. Du könntest vielleicht ein bisschen angeln, wenn du da Bock drauf hast. Aber eigentlich brauchst du nichts machen. Alles nur auf freiwilliger Basis. Oder ich schlepp dich einfach mit. Nur noch ein Stückchen. Okay, dann nehmen wir sie halt mit. Und bringen sie anscheinend in ein Zwischenlager.
Von mir aus. Ich habe da nichts gegen. Oh, waren hier nicht. Ach, komm schon. Ja. Nicht jetzt, Alligator. Genau sowas. Flop. Kann ich nicht Zoe da reinschmeißen? Du bist ein Arsch. Die will ich hier trotzdem haben. Boxerpuppe. Ja, die scheiß Alligatoren, an die erinnere ich mich noch. Hallo, Alligator. Bin aber weg. Okay. Hier bist du sicher. Du siehst nicht normal aus, mein Kumpel. So, mach Sitz. Warte hier. Ich bring dir was, das dir helfen wird. So, und wir speichern erstmal ab. Einen Speicherplatz, den bring ich dir. Okay, haben wir hier sonst irgendwas, was wir gebrauchen können? Kann ich mit dem Boot rausfahren? Kann ich hier durch? Von der anderen Seite verschlossen. Und ich muss jetzt... Wo ist er denn hin? Versteckt im Krokodok? Ich nenne ihn Dundee. So, hier hinten haben wir nichts. Nö. Okay. Dann einmal öffnen. Dann einmal Nase kratzen. Don't be suspicious. Don't be suspicious. Don't be suspicious. Knack. Hey. Stirb, Scheißkerl. Sei nicht so laut. Oh. Da kickt er einmal den Kopf durch die Gegend. Don't be suspicious. Don't be suspicious. Mann, bist du blind. Naja, aber wenn die Augen voller Teer sind, kann ich das verstehen, dass man da nicht mehr so viel sieht. Oh, man hätte auch außen rum gehen können, wie es ausschaut. Gut. Hello. Mach's gut. Ja, hätte Vorteile gehabt. Stimme ich dir zu. Eine Made. Lecker. Okay. Da ist ein Wurfspeer. Freundlicher Herr von uns. Mit einem Mal schon wieder? Alter, diese Viecher machen so viel Damage. Und er braucht lang, um auszuholen mit dem Speer. Ist in Ordnung, komme ich mit klar, wenn ich es weiß. So, Runde 2. Flapp, du weg. Stirb, Scheißkerl. Stirb, Scheißkerl. Dann hier unser Kumpel. So, einfach kurz abwarten. So. Weg damit. Weg damit. Geht einfacher, als ihn verprügeln zu müssen. So, dann schnappen wir uns noch diese ekelhafte fette Made. Nehmen uns den. Und schmeißen ihn auf den Typen drauf. Kriege ich meinen Speer wieder? Nein, Speer ist verloren. Okay. Also, Speer ist One-Time-Use. Gut zu wissen. Sonst hier irgendwas in der Ecke? Nein, keine Boxerpuppe. Ah, Boxerpuppe. Und einmal speichern. Stimmt, ich erinnere mich. Man konnte hier super häufig speichern. Was ich gar nicht mehr so schlecht fand, persönlich. Muss man wenigstens nicht mehr immer zurückrennen, wenn man irgendwelche Gegner besiegt hat.
flüssige Chemikalie. Ab sofort gelten die folgenden Befehle. Das Mutamycet ist im Sumpf aktiv und wird weiter mutieren, solange es auf neue Organismen trifft. Der Medikamentevorrat darf dem Mutamycet nicht ausgesetzt werden. Sollten die Medikamente mutieren, werden sie nutzlos. Die Anti-Infektivum-Synthetisierungsstation ist komplett zum Raddampfer zu transferieren. Der Raddampfer? Verdammt, ihr macht es einem echt nicht leicht. Hi? Du hältst dich besser fern. Ich hab doch gerade geblockt. Ich hab geblockt? Also mehr als blocken kann ich ja wohl nicht. Warum ist das hier alles gerade so langsam? Flap. Au. Du machst jetzt keine Probleme mehr. Ekelhafter Pisser. Und ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich muss gleich mal kurz auf Pause drücken beim nächsten Speicher. Bei der nächsten Speicherstation. Hi! Was? Bleib endlich liegen! Ich muss mal eben die Gesundheit wiederherstellen. Oh, okay, er kommt da gar nicht mehr mit. Ja, gut. Fette Made. Okay, das war wirklich nur eine Speicherstation. Ich entledige mich dann mal dieses Krokus hier. Und dann speichere ich. Und dann... Ah! Gucke an. War auch von der anderen Seite verschlossen. Ich dachte gerade jetzt, das wäre die andere Seite. Und wir kommen jetzt wieder bei Zoe raus. Aber anscheinend nicht. Ja, ich kann mir sicherheitshalber schon mal zwei davon machen. Ich weiß nämlich sonst eh nicht, was ich damit anfangen soll. So, und dann mache ich ganz kurz eine Pause und ich guck mal, ob hier irgendwas schief läuft bei der Aufnahme. Mal schauen. Bis gleich. So, also ich habe keine Ahnung, ob es jetzt besser läuft. Also ich habe das Gefühl, es läuft jetzt schon besser, obwohl ich nicht so viel getan habe. Ich habe jetzt tatsächlich die Grafik noch einen Punkt weiter runtergestellt. Ich hoffe, es fällt nicht zu sehr auf, aber lieber ist die Grafik ein bisschen schlechter als... Oh, da ist noch einer. Den habe ich nicht gesehen im Gras. Den habe ich nicht gesehen im Gras. Dann bist du blind. Ich habe mich auf den anderen konzentriert. Schatzi, blind. Halt doch die Schnauze. Mann, ey, spiel doch selber. Blöde Kuh hier. Nein, der andere kam da gerade hoch und deswegen... Da, ey. Blödes Mistvieh. Du ignorierst uns? Interessant, der... Der würde mich aber sicher nicht ignorieren. Okay. Oh, hi. So, den weg. Nein. Ich wollte rechts, links machen. Und dann das hier. Entschuldigung, bin ein Dreckspatz. Ja. Hallo, Kumpel. Ja, hier sollte man lieber nicht runterhüpfen, wenn du ja nicht anfallen sollst, ne? Ich glaube, rein theoretisch ginge das, aber so eher schlecht. Na gut, dann gehen wir mal Hicks weiter.
sehe dich schon, mein Kumpel. Du bist mir bekannt. Dich sehe ich auch. Ja, anders als dem im Gras. Der war für mich halt wirklich unsichtbar. Der war nicht vorhanden. Es ruckelt immer noch. Ich weiß nicht, was das sein soll. Da müssen wir mit leben. Also vor allem, es hat die ganze Zeit geklappt und jetzt hier wird es auf einmal ein bisschen komisch. Ich hoffe, Resident Evil 8 klappt überhaupt. Aber das werden wir sehen, wenn es dann soweit ist. Kümmern wir uns. Das kannst du auch an meinem Bild. Dann müsste ich aber das andere Mikrofon anschließen. Ja, das könntest du ja tun. Ja, gucken wir mal, ne? So, hier einmal nach oben. Wir sind jetzt schon an dem Schiff. Also ich wusste, dass das Schiff kommt, aber ich wusste nicht, dass das so bald kommt. Wow. Okay. Rostige Reste. Oh, da können wir uns hier auch schon mal einspielen. Die werden wir nämlich in Resident Evil 8 auch sehr viel sammeln. Und ich sag doch, hier kann man so oft speichern. Unten die Schnellreise freigeschaltet, wo man dann nochmal speichern konnte. Hat da hier noch jemand dieses Wuff gehört? Das war ich, Schatz. Ach so. Quietsch, quietsch. Oh. Danke, Kumpel. Den nehmen wir doch glatt mit. Ich habe übrigens keine Ahnung, wo diese ganzen Boxerpuppen liegen. Also ich weiß, eine war irgendwie noch an einem Fenster. Ein Ast. Von so einer kleinen Hütte. Da konnte ich mich dran erinnern, aber das war es auch. Was haben wir da hier? Flüssige Chemikalie und Ast, eine Pfahlbombe. Nö. Nee, ich bleib bei... Oh, hi. Du siehst ekelhaft aus. Müsste ich was nach dir schmeißen oder kann ich auch ganz normal boxen? Ich kann auch ganz normal boxen, ne? Das war's schon. Ja. Die sehen zwar brutal aus, aber scheinen ganz normale Dudes zu sein. Ah, ein Tau. 100 Füßer. Don't be suspicious. Don't be suspicious. Don't be suspicious. So. Ich wollte gerade singen, dreh die nicht um. Oh oh, und dann hat er sich schon rumgedreht. So, komm mal her, mein Freund. Noch ein Ast. Okay. Oh. Kannst du dich rumdrehen? Nee, der bewacht die Tür. Oh, jetzt hat er mich gesehen. Okay. Aber das muss so wehtun, an solchen Metallschrott zu hauen. Apropos Metallschrott. Wie da ein halbes Messer drin steckt. Ja. Finde ich gut. So, hier hinten haben wir doch auch 100 Pro noch ein Bro. Ja, man hört's ja. Da. Ein Krabbelfuzzi. Krabbelbro. Krabbelbro geht aber gerade. Dreh die bitte nicht um. Ich hasse dich, du alter Arschkriech. Wirklich, du darfst nicht angehittet sein bei denen. Dann hauen die dich einmal und dann war's das. Das ist mein klassisches Glück, wenn ich versuche zu schleichen. Auch wenn ihr Assassin's Creed bei mir gesehen habt, solltet ihr Zeuge davon geworden sein, dass ich dann einfach direkt einen auf die Fresse kriege, weil sich die Person umdreht. Oder wenn ihr Cyberpunk im Stream gesehen habt oder so, ist... Möchtest du von meinem Glück heute erzählen? Oder? Nein, hier nicht. Wir spielen Pokémon Go, ja? Weil Lizzie wurde von Helen aus unserer Community angefixt
Und von meiner Nichte. Und von ihrer Nichte. Und ich wurde dann von Lizzie angefixt. Au. Scheiße. Naja, wie gesagt. Und ich wurde dann von Lizzie angefixt. Und, ja. Heute war Kaumalat-Tag. Das heißt, überall laufen mir Kaumalat rum. Und wer Kaumalat aus der vierten Generation kennt, weiß, die können zu sehr starken Drachen-Pokémon werden. Und deswegen wollten wir ein Kaumalat haben. Logisch, ne? Problem an der Geschichte ist nur, dass Lizzie super viele Shiny-Kaumalat auf einmal bekommen hat. Wobei, ein Problem ist es nicht, aber jedenfalls bin ich hardcore neidisch auf sie gewesen. Was ist mit dir? Tra, die nicht um. Oh, oh. Bitte. Danke schon. So. Weg damit. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt, Metallschrott gemacht, geholt, Wurfspeer geholt. So, da sollten wir am besten. Das muss die Medizin sein. Ach, da unten. Ich wollte gerade sagen, da sollten wir am besten nicht reinhüpfen, da würden wir uns wahrscheinlich die Beine brechen. So. Achso, von hier kamen wir rein. Warte, das war gut gedacht, falsch angewendet, denn hier müssen wir durch. So, hi, Kumpel. Mach das Köpfchen mal weg. Das braucht doch keiner mehr. Okay. Das haben wir. Das heißt, jetzt können wir noch hier und hier. Und dann gehe ich jetzt nochmal nach oben, um nochmal abzuspeichern. Weil ich Angst habe, dass jeden Moment wieder ein Krabbler um die Ecke kommen kann. Und uns dann einfach one-hittet, weil wir gerade nicht mehr ganz so taufrisch sind. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Dann geht die Folge halt 2 Minuten länger. Aber wenn ich durch den Krabbler sterbe, geht die 10 Minuten länger. Und das wäre dann noch unschöner. So, einmal speichern. Raddampferdeck. Ey, warum will jemand an so einem rostigen Schiff eine die Heilmittelzentrale einrichten? Also wer sich das überlegt hat, ist wahrscheinlich des Denkens auch nicht so ganz mächtig. Besser als irgendwo im Sumpf. Ich weiß nicht. Im Endeffekt hat ja alles nicht geklappt. Sumpf wurde überrannt, das Ding hier überrannt. Also, was da besser ist, darüber lässt sich streiten. Anscheinend ist nämlich beides Kacke. Da. Brüll! Da ist nix. Nicht so funktioniert wie gedacht. Nee, leider nicht. Finisher! Ja, ich muss erstmal hier finishen. Dann kann ich 2 Schritte nach vorne gehen, um dem Typen hier auszuweichen. Und dann mache ich rechts, links. Sammelt ihr Metallschrott? Nee. Tja, hätte gut geklappt. Theoretisch. Hätte gut klappen können. Hat's leider nicht. Na gut. Kann nicht immer so klappen, wie man es sich wünscht. Sind wir doch mal ehrlich. Aber, naja. Hätte auch schlimmer passieren können. So, ich bastel mir mal 2 davon. Ja, ach, geht nicht mehr. Das geht auch nicht. Die Speere sind halt schon sehr nice. Wie ihr seht, wenn man die richtig trifft, dass man da einfach komplett einen Gegner ausnocken kann. Da läuft auch noch was rum. Gehe ich erstmal wirklich hier in dieses Ding rein. In der Hoffnung, dass wir da entweder was Boxpuppenartiges finden. Champion-Puppe. Was macht die? Fügt jede im Inventar, erhöht sich die Angriffskraft um 5%. Und 1% für die Kleinen. Okay. Übrigens für jede und nicht fügt jede. Ich kann nur nicht mehr lesen. Nice. Hat sich gelohnt, würde ich sagen.
Bin gar nicht da. Wenn da jetzt so ein Krabbelding reinfallen würde. Boah, ich hasse es. Dann würde ich alles verfluchen. Dann würde ich wirklich alles verfluchen. Und wenn die jetzt wissen, wo ich bin. Woher? So, ich muss mal ganz kurz ausweichen und das Ding hier mir snacken. So. Also ich bin echt davon überzeugt, wenn das Ethan wäre, wäre schon nicht super. Ja, aber nur als optionale Waffe. Ich glaube, wenn Ethan nur auf seine Fäuste zurückgreifen könnte, dann würde Ethan auch ganz schnell ganz tot sein. Da ist ja noch einer. Ich glaube, da werden noch mehr. Weg damit. Okay, der ist... Huppe. Ne, das war's. Das war's an der Stelle damit. Jo. Hier haben wir noch ein Metalldings. Und ich werde einen Teufel tun, jetzt schon direkt dieses Ding mir zu schnappen. Das Heilmittel. Da komme ich nicht rein. Ah, okay. Hier sind wir gelandet. Ja gut, erstmal hier rein. Zack. Achso. Ist das da oben das Heilmittel? Jetzt bin ich verwirrt. Nee, das ist was zum Speichern. Ah. Besser. Oh. Auch sehr gut. Synthetisieren. Was? Ach, komm schon! Bloß nicht kaputt machen, reicht. Der Typ ist brutal! Hat geklappt! Das ist Gewalt das klappt, Freunde! Endlich! Das ist die Lehre, aus die ich hier ziehe. So, dann lese ich mir das jetzt aber trotzdem erst... Ach, das war nur eine Erste-Hilfe-Arznei. Ach so, ich dachte, das wäre schon das Mittelchen gewesen, weil das so grün war. Naja, gut. Hier schnappen wir uns das hier. Und dann schnappen wir uns das Ding. Hi! Na, Cthulhu? Kumpel. Ich habe ein Problem mit dir. Nein, danke. Ich will nicht fliegen. I believe I can fall. Doch die Nase. Die ist gebrochen. Befürchte ich leider auch. Okay. Du willst das? Dann komm her, du Haufen Scheiße! Ja, finde ich auch. So. Was machst du? Wer tanzt? Er war früher Ballett-Tänzer. Ja, ich finde, das sieht man. Schön durchgehen. Das war's. Ah nein. Kannst mich mal. Wrestling-Angriff. Oh! Oh! Cthulhu macht Flieg! Magst du das? Cthulhu hat Rückenprobleme. Au, au. Jetzt ist er sauer. Gut. Du bist ja, das ist ja wirklich hier voll Wrestling. So, das war einmal zermalmt. Naja, ich bin voll daneben, aber... Ja, zählt trotzdem. Au. Nochmal. Nochmal. Noch einer.
Au! Aua! Nicht schlecht, Kleiner! Mhm. Na komm doch her! Au, nicht geblockt. Da braucht es schon mehr! Jetzt wollte ich blocken. Das ist gar nicht mal so einfach hier. Ich glaube, wir haben ihn, oder? Ne, Finisher, doch, jetzt haben wir's. So, mein Freund. Das brauchst du doch nicht mehr, oder? Dich will ich nie wiedersehen. Gefällt dir das, ja? Den Kopf will ich mitnehmen. Bloß nicht in die Nähe schmeißen. Huh. Geiler Kampf. Also wirklich geiler Kampf. Das macht schon Spaß. Dieses DLC ist so lustig. So, ich pfeife mir gleich mal das Ding hier drüber. So, zwei Boxerpuppen. Noch ein bisschen Mittelchen zum Healen. Da hatten wir das Heal-Mittelchen schon eingesammelt und die Tür ist hier gerade aufgefallen. Eieieiei. Freunde, Freunde, Freunde. Was wir hier nicht alles Tolles erleben, hä? Ich kann mal eben schauen. Hiervon kann ich noch zwei machen. Sehr schön. Das nehme ich auch sehr gern in Kauf. Nein, in Anspruch. Genau, das ist das Wort. In Anspruch. Ah, so, guck mal. Und jetzt sind wir hier wieder bei der Tür mit Zoe. Sehr schön. Das gefällt. Zoe, hier ist dein Mittelchen. Sol, ich hab die Medizin. Du wirst schon wieder. Nicht schon wieder, du. Nein, Zoe! Was zur Hölle, ey. Er hatte Bock. Mist. Ich hab doch gesagt, nimm den Kopf bloß weg. Ja, das kann ich dafür, dass Joe das nicht möchte. Ich hätte das getan, aber Joe hat keine Lust. Blöder Sack. Zoe! Wo bist du, Mädchen? Ich glaube, selbst wenn sie nicht unter Wasser wäre, würde sie dir nicht antworten können. Hey! Lass meine Familie in Ruhe, Arschloch! Dich kriegen wir, Alter. Oder auch nicht? Cthulhu? Dr. Zoidberg! Bist du dran? Dr. Zoidberg ist weg. Bam, bam, bam. Was ein Scheiß. Zoe weg, Dr. Zoidberg immer noch am Leben. Mann. Ganz schön ekelhaftes Zeug im Wasser. Ist alles zum Teufel gegangen. Ich habe irgendwie Dreck an meiner Tastatur und versuche, den gerade wegzukratzen. Funktioniert aber nicht. Die Welt ist schon schlimm. Da sind Grafikfehler im Wasser. Muss erfahren sein. Muss? Okay. Also so groß wie der Sumpf ist, würden mir noch andere Orte einfallen, an dem Cthulhu sein könnte, aber... Gut, wenn du sagst, er muss da vorne sein, dann glaube ich dir das natürlich, Joe. Kein Problem. Er hat einfach die Intuition. Das glaube ich auch. Wenn du eine Boxerpuppe siehst, ne, dann sag mir direkt Bescheid. Eine Made? Das ist Made in Louisiana? Oi. Hier ist 100 Brunnen. Krokophant? Spiel das Spiel mit dem Krokophant. Das ist der Krokophant. Krokophant, törö. So. Okay, nochmal speichern. Und dann... Weiter gucken. Was bist du? Ach, ein Flusskrebs. Zwei Flusskrebse sogar. Ich hoffe, die haben wir jetzt nicht beim Vögeln gestört. Das wäre blöd. Es gibt bald keine Flusskrebse mehr.
Oh, bist du cute. Du bist allerdings nicht so cute. Jo, korrekt. Da ist ja noch einer. Noch ein kleiner freundlicher Zombie-Alligator. Zombie-Gator. So, vielleicht hätte ich nicht meine ganzen Wurfspeere in Dr. Soldberg reinrammen sollen, aber ich fand, das ist eine gute Idee. Er mochte das auch so. Ja, hat ja auch gut geklappt, muss ich sagen. So. Mach's gut, mein Freund. Kühlschrank. Essen drin? Kein Essen. Nee, nur Wasser. War wahrscheinlich der Getränkekühlschrank. Was denn? Meine Mom hat auch einen Getränkekühlschrank. Da sind auch nur Getränke drin. Ja, das stimmt. Oh, ein Flusskrebs. Was machst du in der Mikrowelle, Kumpel? Wurde fürs Essen vorbereitet. Warum macht man doch nicht in der Mikrowelle? Anscheinend ja schon. Na, Kumpel? Spiel der spielende Coco fand. Bin am Überlegen. Wir haben jetzt noch diesen einen Speer, können uns noch einen zweiten machen. Das ist nicht das Problem. Aber ich frage mich, ob wir um den einfach auch drumrum kommen würden. Wahrscheinlich nicht, ne? Um den glaube ich nicht. Naja, gut. Da kommt der nächste. So. Lass mich in Ruhe, Mr. Krokofant. Metallschrott, okay. Dann können wir uns noch einen dritten machen. Also, jetzt wieder einen zweiten. Da ist nur Metallschrott. Wenn ich nach dahin weitergehen würde, würde ich zwar den Metallschrott nicht kriegen, müsste aber auch keinen Speer verbrauchen. Und dann würde ich sogar noch einen Ast sparen. Da ist noch flüssige Chemikalie. Und ich weiß nicht, ob das so gut klappt mit unserem Kumpel hier. Ich warte einfach mal, bis er sich dreht. Zwei. Geil. Okay. Jetzt sind wir ungeschützt. Aber es hat genau gereicht. Ich kann die Chemikalie mitnehmen. Und das ist auch gut so. So. Ein Ast. Ja, jetzt könnten wir den Metallschrott von da hinten gebrauchen, aber ne. Wie gesagt, das lohnt sich nicht. Und das da sieht aus wie Safe Room. Korrekt. Safe Room. Ah. Noch ein Flusskrebsi. Eine Pfahlbombe. Ob wir die auch schmeißen können oder ob er die auf den Boden legen will. Das ist halt so die Frage, die ich mir stelle. So, aber bevor wir da durchgehen, möchte ich erstmal nach hier hinten gucken. Ah, ach so, okay. Ich verstehe. Ja gut, hätte man das gewusst, hätte man natürlich auch direkt nach hier hinten können. Vielleicht hätte man dann doch einen Speer sparen können. Wenn man dann nur diesen einen hätte töten müssen, aber... Ja, woher soll man das wissen? Gut, ich meine, ich habe es zwar vorher schon mal gespielt, aber dennoch ist das jetzt so lange her, dass ich einfach keine Ahnung mehr davon hatte. Ich habe gedacht, das ist so wenig Wasser. Wie hoch ist die Chance, dass da ein Alligator drin ist? Darf ich dir was sagen? Hm? Genau das hast du beim letzten Mal auch gedacht. Ich habe halt keinen Speer mehr, ne? Nee, ich habe nur die... Ich hab, na, auf den Boden legen. Toll. Also es ist wirklich nicht zum Schmeißen. Es ist nicht zum Schmeißen, das ist zum Sagen Scheißen. Wisst ihr, dann gucke ich halt nicht in den Kühlschrank rein. Ist mir jetzt auch... Mir jetzt auch egal. Ich wollte gerade sagen, Alter, da hing der gerade an der Alpha-Wand fest. Bleib mal liegen. Da hing der Heino gerade an der Alpha-Wand fest. Der Heino.
Ah ja, da kommt noch einer. Hat geklappt, ne? Ja. Nee, hat nicht geklappt. Du lebst noch. Jetzt hat's geklappt. Boxerpuppe. Okay. Dann würde ich dennoch gern nochmal gucken, ob ich hier draußen bei Kollege Krokofant im Wasser nicht irgendwas... Naja. Nicht irgendwas sehen kann, was einen interessiert, aber es sieht echt nicht danach aus. Nee, es sieht nur so aus, als müsste man sich mit dem bekriegen, falls man hier ins Wasser fallen sollte. Und ich weiß, dass es mir an irgendeiner Stelle passiert. Beim letzten Mal. Ich weiß nicht mehr warum. Ich könnte mir sogar vorstellen, das war die Alpha-Wand, durch die ich gerade auch fast ins Wasser geruckelt wäre. Aber hey. So, hier könnte man jetzt außen rumrennen und würde 3 Speere als Belohnung bekommen. Wir haben noch einen, um uns zu verteidigen, falls ein Krokofant kommt, der da gerade schon aus dem Wasser gestorben kam. Der ist halt genau vor der Leiter, also um den kommen wir nicht drum rum. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob hier nicht noch irgendwo ein zweiter ist. Ja, Krokofanti, ist in Ordnung. Du darfst da ruhig bleiben. Allerdings ein bisschen toter als vorher. So, und das hat sich gelohnt. Ein für 3 Wurfspeere und eine Boxerpuppe getauscht. Das lässt sich sehen. Da komme ich auch mit dir da hinten klar. So. Rar. Hi. Was ist denn mit den Leuten da unten? Das ist ein Krabbler, ne? Hört sich da ran. Das riskiere ich nicht mehr. Das war das letzte Mal, wo du runtergefallen bist. Hier? Ja, weil der dich geschubst hat. Das könnte sein. Das weiß ich nicht. Zumindest hatte ich einer von den erwischt und dann war vorbei. Klopf, klopf! Vielleicht hat er keine Ohren. Ohne Ohren geboren. Ja, ja. Würde ein gewisser Twitcher jetzt singen, der einen sehr fischigen Kopf besitzt. Wirklich? Was denn? Ich muss doch wenigstens sagen, wo ich das her habe. Nein! Sitz! Mit dir komme ich klar. Aber mit einem krabbelnden Freund habe ich... Habe ich Probleme. Ja. Ich weiß, hier unten im Wasser war auch irgendwo noch so eine große Boxerpuppe, wenn man sich getraut hat, an bestimmten Alligatoren vorbeizukämpfen. Aber... Sind wir mal ehrlich, ich traue mich nicht. Ich habe da keine Lust drauf. Ich habe da wirklich keine Lust drauf. Und deswegen lasse ich es auch einfach sein. Nein. Oh. Schön, dass da eine große war, aber trotzdem war hier im Wasser eine. Ja, da hinten ist sie. Man sieht sie sogar. So verführerisch da hinten im Baum. Nee, hier war das. Genau, hier war das. Ich erinnere mich noch. Weil ich ausweichen wollte und dabei viel zu weit zurückgegangen bin. So war das gewesen. Ich würde sagen, ich sehe dich doch. Als ob ich dich nicht sehen würde. Hallo? Boah, jetzt aber. Wenn man einfach alles trifft. Nur ihn nicht.
Hä? Hast du das noch? Nein. Der da. Ach, da kommt wieder der Krabbel Arnold. Drei Stück haben wir noch. Wir müssten halt wieder dahin zurück, ne? Wir müssten dahin zurück, wenn wir die Puppe haben wollen. Und da ist auf jeden Fall ein Krokophant. Zwei sind auf jeden Fall da. Oh. Hi, was machst du denn hier? Der dachte sich, warum kommst du nicht? Kabam! Ach, das war's schon. Da ist noch einer hinter uns. Krabbel Arnold. Ich habe die Befürchtung. Ne, normaler. Okay. Ja, nein. Also ihr seht, das Ding ist da hinten. Falls ihr das spielt und ihr das haben wollt, ich hol's mir jetzt nicht. Für mich ist das zu gefährlich. Ah, hier kam der eine Typ her. Kabam! Und wir haben es geschafft. Da gibt's noch eine Puppe als Belohnung. Wir haben es durch den Krokophantenbereich geschafft. Sehr, sehr schön. Hier kriegen wir noch ein 100-Füßer. Schmeckt sicher gut. Ach, wisst ihr was? Ich heal mich jetzt nochmal. Dann speichere ich das nochmal ab, damit ich mich beim Tod nicht nochmal heilen muss. Verlassene Kirche. Da kann ich mich auch nicht mehr erinnern. Hm. Du? Nö. Die Kirche? Nö. Also, in dieses Gebiet konnte ich mich noch erinnern, aber Kirche? Oh ja. Oh doch. Ja, gleich kommt Kotzi, ne? Ich meine, gleich kommt Kotzi. Irgendwie erinnern mich verlassene Kirchen in letzter Zeit, seitdem das rausgekommen ist, irgendwie nur noch an Metro Exodus, wo man diesen mutierten Bären bekämpfen muss. Gut, damit hast du zwar nichts am Hut, aber so generell. Oh. Das nehme ich gern, das nehme ich gern. Wie viel haben wir hiervon? Wir können uns eine Pfahlbombe basteln. Können uns auch noch Speere basteln. Und zwei Pfahlbomben. Ja, komm, dann machen wir das so. Ja, ich wusste es. Aus dem Weg, Petzer. So, weg mit dem. Da. Weg damit. Das war's noch nicht mit ihm. Jetzt war's das mit ihm. Gut, dass wir... Ha! Ich glaube, man hätte den gar nicht bekämpfen müssen. Einmal hier das Ding dran, weggerannt. Ich glaube, das hätte gereicht. Hm. Naja, tot ist tot. Einmal mehr. Zoe! Bist du gläubig geworden? Wie bist du denn so schnell hierher gekommen? Wie auf dem Präsentierteller. Hi, Soidberg! Jake, was zum Teufel? Das frag ich mich auch. Allerdings mit einer anderen Frage. Und die wäre, wie zum Teufel? Immerhin haben wir ihn kalzifizieren gesehen. Verdammt, Jay! Erkennst du deinen Bruder nicht mehr?
dich! Fass ihn nicht an! Jack! Lass mich gefälligst raus! Die Familie! Wie kannst du mir sowas antun? Lass mich gefälligst raus, Jack! Ungeil! Also wirklich, wie zum Teufel? Das frage ich mich echt, weil das wird auch nicht aufgeklärt, warum Jack jetzt nochmal zurückgekehrt ist. Mensch, Jackie Boy. Was ist nur passiert? Ja, das kann ich dir auch nicht sagen, Joe. Das kann ich dir auch nicht sagen. Aber schönes Bötchen hattest du hier. Man kann schlechter reisen. Also schön, dass er nicht ertrunken ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, die Chancen standen nicht gut. Ach Gott, oh Gott, oh Gott, hier. Hilfe, Hilfe! Angriff von einer unbekannten Biowaffe. Baker House Camp wird angegriffen. Muss dasselbe Ding wie bei der Basis sein. Was zum Teufel? Er stirbt nicht. Rückzug, Rückzug! Da bist du ja, du dreckiges Schwein. Na dann mal los. Dann mal los. Auf zum Baker-Anwesen. Und Jack ein weiteres Mal den Arsch aufreißen. Warum kommt der Typ immer und immer wieder zurück? Das würde mich halt wirklich interessieren. Die ersten Male, klar, logisch, alles erklärt, aber warum jetzt nochmal? Warum hat dieses eine Serum nicht gereicht? Ihr seid aber viele! Ich hab gar nichts mehr, ne? Nee, mir wurde alles abgenommen, außer das Heilmittel. Ja? Es gibt dann so eine Variante, die heißt Rennen. Ja, Rennen? Meinst du nicht, dann spawnt plötzlich jemand vor mir und ich bin eingekesselt? Hast recht. Variante Rennen könnte klappen. Das geht nicht kaputt. Nee, Variante Rennen klappt nicht. Variante Erste Hilfe. Variante, was ist das denn? Was zur Hölle ist das? Eines ihrer Spielzeuge? Einsatz bereit. Interessant, dass er die linke nimmt. Laden. Vollständig geladen. Aufs Maul! Verdammt! Vollständig geladen. Schön, dass du mit mir sprichst, geladen. GLaDOS. Nein, es ist nicht GLaDOS, aber trotzdem. Gerade eben wart ihr hier noch andere. Oh, Double Kill. Vollständig geladen. Ich will meine Rache. Ich glaube, ich kriege meine Rache nicht mehr. Schade. Die beiden mit den interessanten Auswüchsen scheinen sich verabschiedet zu haben und keinen Bock mehr zu haben. Was ist denn hier passiert? Schön, Setzlinge. Scheint jemand gern Harvest Moon zu spielen. Was ist das hier gerade für eine Weltraummusik? Das ist einfach hochmotivierte Musik. Du musst alle retten. Ja, das kriegen wir hin, jetzt wo wir GLaDOS an unserer Seite haben. Vollständig geladen. Kabam. Vielleicht genau das, was ich brauche, um Jack endlich auszuschalten. Das alte Haus der Bakers. Das verdammte alte Haus der Bakers. Guck mal, ist das hier nicht unser Speicherraum gewesen damals? Und er ist es auch immer noch. Nice. Speichern. Und das ist irgendwie schon sehr knuffig. Zoe Baker, 4. Klasse. Das ist irgendwie schon sehr putzig. Schade, dass ich ihren Vater töten muss. Ist ja nur dein Bruder. Ja, das bisschen Brudermord. Frag mal Kain und Abel. Die verstehen das schon. Ah, schön. Guck mal, hier ist eine Spinne, da kommt man nicht mehr durch. Das wurde versiegelt. Margaret? Reicht das hier? Nee, noch nicht, aber...
Komm. Einmal in die Eier von hinten. Oh, hi. Vollständig geladen. Laden. Vollständig geladen. Ich finde es auch wichtig, dass das immer angesagt wird, weil man sieht ja nicht, wenn das hier in 3 Schritten zurückgeht, da kann man nicht von ausgehen, wann es vollständig geladen ist. Oh. Ich sagte, geh mir aus dem Weg. Hä? Wow. Mann, war der schnell. So, ich packe mir mal eben was auf den Arm. Ich hoffe, die Elektronik macht das mit, wenn ich mir das Zeug auf den Arm schmiere. Da kommen wir auch nicht mehr durch. Hi, Kotzi. Vollständig geladen. Der ist schon tot. Ja. Oh, nice. Noch 5% stärker. Hä? Komme ich denn jetzt hier lang? Nö. Ist nicht. Das Ding ist kaputt. Da lang. Warum sollte ich auch wieder zurück? Ich habe gerade nicht nachgedacht. Ja. Das muss er. Oh, die Barber ist noch nicht da. Wer hat die da hingehangen? Moin, Kumpel. Warum ist das da so offen, wenn... Keine Ahnung. Fehlt da ein Busch? Hat der nicht geladen? Ist der nicht vollständig geladen? Könnte natürlich sein, ne? Oh, alles tot. Alle tot, alle verfault. Glaub nicht, verdammt, was ist hier passiert? Ja, noch nicht. Aber meinst du nicht, die werden noch zu molded? Also das hier sieht schon ein bisschen anders aus als damals, als wir hier noch als Ethan rumgerannt sind. Ja, ist ja einige Wochen nach dem letzten DLC, und das war schon eine Woche. Verlorenes Inventar wurde in die Inventarbox gelegt. Oh, schön. Ein Flusskrebs auf dem Typen drauf, lecker. Der hatte Hunger. So, was haben wir hier? Produktbezeichnung AMG-78. Dieses Produkt wurde entwickelt, um den Transport von schwerem Gerät und Vorräten zu erleichtern. Wenn angelegt, erfasst es die Nervenimpulse des Trägers und synchronisiert diese mit einem Servomotor, der eine maximale Leistung von mehr als 50 Pferdestärken erlaubt. Modernste Schockabsorber reduzieren den vom Träger gefühlten Rückstoß auf 0. Technische Spezifikation. Maximale Leistung 78 AP, 6000 RPM. Maximales Drehmoment 155 Newtonmeter, 4500 RPM. Gewicht der Einheit 5,5 Kilo. Geht eigentlich für das Ding, ne? 5,5 Kilo? So, wir nehmen uns unsere Boxerpuppen zurück, damit wir den Bonus kriegen. So, wir nehmen uns das alles wieder mit. Ich glaube, so viel Getier brauchen wir nicht, aber generell nehmen wir das alles wieder mit. Machen da noch. Hier können wir nichts mehr machen. Okay. Speichern? Nee, speichern will ich nicht. Speichern ist langweilig. Da. Speichern ist für Anfänger. So, also für mich. So, Freunde. Wart's nur ab, Jack. Zoe kommt mit mir. Cerberus. Auf dich habe ich auch Hass. Arschloch. Zoe. Brüderchen, komm tanz mit mir. Zoe. Zoe, wach auf, wach auf! Das kannst du aber sowas von vergessen. Ja, hat er. Zeig's mir! Au! What the fuck? Ich hab das Gefühl, er ist halt schneller als ich, ne? Ich kann das nicht aufladen. Du schummelst doch nicht, oder? Laden. So. Nee, vergiss es. Laden.
Au. Aua, Alter, ich wollte doch nur die Erste-Hilfe-Arznei aufsammeln. Jetzt kann ich die auch gleich nehmen. Aua, ach, Kopfnuss. Okay. Los, komm hoch. Joey. Da. Vollständig geladen. Au! Noch, oder? Weißt du noch, wie ich dir als Kind die Nase gebrochen hab? Weißt du noch, wie ich dich in den Sumpf geschmissen hab? Laden. So. Aufs Maul gibt's! Nein, vergiss es. Nein, habe ich gesagt. Nein. Die erste Regel des Fight Club. Man redet nicht über den Fight Club. Die erste Regel des Fight Club. Man muss sich erstmal ein bisschen Medizin über den Arm packen. Laden. Vollständig geladen. Alles nicht drauf. Du warst ein Schwächling, Jack. Konntest mich nie schlagen. Dass du ein Monster bist, heißt nicht, dass ich dir nicht den Arsch versohlen kann. Laden. Vollständig geladen. Au, ich brauchte die. Aua. Jetzt brauche ich sie direkt. Au! Einmal die Rückhand. Ich kann da nicht abwehren. Wenn du einmal in der Angriffskaskade gefangen bist, ist vorbei. Und ich habe, glaube ich, nichts mehr, ne? Doch, ich habe noch eine. Eine letzte habe ich noch. Gar nichts mehr. Ja, ja. So, Jackie Boy. Das ist ein Abschied von der Familie, Bruder. Mach's gut. Und er kalzifiziert. Aber ob das diesmal ausreicht, ist die große Frage. Beim letzten Mal scheint es ja auch nicht gereicht zu haben, ne? Halt durch. Gleich geht's dir besser. Zoe! Zoe! Wach auf, Zoe! Joe? Was ist los? Geht's dir gut? Mir geht's gut, mach dir keine Sorgen. Es ist jetzt vorbei. Los, 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 los! Stehen bleiben! Die Hände hoch! Runter! Waffen runter! Na, Chris? Waffen runter! Ist okay. Sie sind wohl Zoe Becker. Wer fragt denn? Chris Redfield. Wir haben nach Ihnen gesucht. Wir helfen. Ihnen wird es gut gehen. Ich war 3 Jahre mit diesen Monstern eingesperrt. Alle wollten mich umbringen. Unglaublich, dass es vorbei ist. Hör mal. Tief im Innern waren sie noch deine Familie, die dich liebt. Besonders dein Daddy. Selbst in seinen letzten Tagen.
Wir haben sie. Taffes Mädchen. Ja, natürlich. Moment. Jemand möchte sie sprechen. Zoe. Zoe, bist du da? Du bist das. Ich glaub's nicht. Du hast es geschafft. Das haben wir beide. Ethan! Ich sagte, ich schicke Hilfe. Und ich halte meine Versprechen. Danke, Ethan. Ach, sie sagt es sogar. Ich dachte, man muss es selber raushören, wer das ist. Mann, Mann, Mann. Tja, Freunde. Das war jetzt komplett Resident Evil 7. Damit ist jetzt jeder der Bakers, der infiziert war, entweder geheilt oder zerstückelt. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass Jack in Resident Evil 8 nicht plötzlich als Mutter Miranda auftaucht. Surprise! Okay. Eigentlich bin ich gar nicht Manuel Neuer. Ja, eigentlich bin ich gar nicht Heisenberg. Eigentlich bin ich Ethan. Okay, gut. Reden wir da weiter nicht drüber. Wir haben es geschafft. Schade, dass man hier nicht sehen kann, wie viele Puppen man hätte einsammeln können. Wir haben 18 Mal gespeichert, wir haben 539 Mal zugeschlagen, 7 Mal Schleichangriffe verwendet. Hätte ich gerne öfter gemacht, aber naja. Extreme Herausforderung. Gesamtabschlussbelohnung Seelenklinge. Eine extreme Herausforderung wird aktiviert, wenn sie in einem bereits abgeschlossenen Schwierigkeitsgrad in Zoes Ende den Startpunkt der Herausforderung passieren. Und Joe muss sterben als Schwierigkeitsgrad hinzugefügt. Und wir haben das Ding, die AMG jetzt direkt und eine Flinte auch noch freigeschaltet. Gut, so oder so, Freunde. Das wär's mit Resident Evil 7 gewesen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Jetzt haben wir endlich abgeschlossen, was wir vorhatten, bevor wir mit Resident Evil 8 anfangen. Allerdings weiß ich jetzt nicht, ob ich genügend Doppelherz hier zu Hause habe, als dass ich es verkrafte, direkt schon Resident Evil 8 zu spielen. Das heißt, es kann sein, dass ein Projekt zwischen Resident Evil 7 und 8 kommt, weiß ich allerdings noch nicht. So oder so, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ein super geiles Spiel, super schön. Ich kann mich absolut nicht beschweren. Auch die DLCs sind sehr stimmig, nur bei 21 braucht man sehr viel Glück. Ja, die Geburtstagsfeier von Jack und Ethan muss sterben sind halt für Leute, die gerne viel Zeit haben und viel üben, also nicht für mich. Und ansonsten viel Spaß noch bei was ihr immer sonst so vorhabt und ich hoffe, wir sehen uns spätestens wieder, wenn wir dann Resident Evil 8 Let's Playen. Also, bis dahin, haut rein und bis denne. Tschüss!